Sydney Harbour Bridge Autor D. Seltsam Genzi. Die am 19. März 1932 offiziell eröffnete Sydney Harbour Bridge stellt die Hauptverbindung zwischen Sydneys Nord- und Südküste über den Hafen von Sydney, Port Jackson, dar und wird von Einheimischen schlicht Coathanger, deutsch, Kleiderbügel, genannt. Neben dem berühmten Sydney Opera House wird dieses Bauwerk meist als weiteres Wahrzeichen Sydneys genannt. Die Spannweite der Sydney Harbour Bridge beträgt 503 Meter, und der Bogenscheitel erhebt sich 134 Meter über den Meeresspiegel, wobei diese Höhe aufgrund der Expansion des Stahls an heißen Tagen um 18 cm steigen kann. Im Bogen sind 39.006 Tonnen Stahl verarbeitet. Insgesamt wurden 52.800 Tonnen Stahl verbaut, womit diese Brücke eine der schwersten und weitesten Bogenbrücken der Welt ist. Weiterhin wurden etwa 17.000 Kubikmeter Granit und 95.000 Kubikmeter Beton verwendet. Der Stahl kam dabei zu 79% aus Redcar im Nordosten Großbritanniens, der Rest aus australischer Produktion. Der Granit war aus Moruya, New South Wales, und der Beton ebenfalls aus Australien. Mit ihrer Breite von 50 Metern ist sie die breiteste Brücke der Welt mit langer Spannweite, Guinness Buch der Rekorde, 2004, und birgt darauf insgesamt 8 Straßenspuren, davon eine Busspur, 2 Bahngleise, einen Fahrradweg und einen Fußweg. Eröffnet wurde die Brücke mit 6 Straßenspuren, 2 Bahngleisen, 2 Straßenbahnschienen und jeweils einem Fuß- und Fahrradweg. Auf der Brücke befindet sich der Bradfield Highway, welcher mit etwa 2,4 Kilometer einer der kürzesten Highways in Australien darstellt. Der kürzeste befindet sich auf der Story Bridge in Brisbane und heißt ebenfalls Bradfield Highway. Mit den Auffahrrampen beträgt die Bauwerkslänge über alles 1149 Meter. Die 2 granitverkleideten Pfeiler auf jeder Seite sind nur Dekoration bzw. dienen als Museum. Südostpfeiler. Sie ragen 89 Meter über den Wasserspiegel. In Wirklichkeit wird die Bogenbrücke von riesigen Fundamentblöcken getragen. Die Bögen wurden mit Hilfsabspannungen im Freivorbau hergestellt. Dabei wurden je Bogenhälfte 128 Stahlseilen rückverankert. Jedes war 365 Meter lang, 7 cm im Durchmesser, wog 8,6 Tonnen und bestand aus 217 einzelnen Drähten. Gebaut wurde die Brücke in 7 Jahren und 356 Tagen von 1924 bis 1932. Die Kosten betrugen 10.057.170 Pfund, 7 Schillinge und 9 Pennies, Anfangsschätzung, 4.217.722 Pfund. Durchschnittlich waren etwa 1400 Männer am Bau der Brücke beschäftigt, 16 verunglückten bei den Bauarbeiten tödlich. Als Vorbild diente dem Brückenbauingenieur Dr. John Job Crewe Bradfield, 1867-1943, die wenige Jahre zuvor fertiggestellte Hell Gate Bridge, New York. Bereits 1885, eventuell sogar bereits früher, wurde mit Diskussionen um eine Querung des Hafens begonnen. Es wurde immer wieder um Brücke oder Tunnel oder auch die generelle Notwendigkeit eines Bauwerkes debattiert. Eröffnet wurde die Brücke letztendlich am 19. März 1932. Sie war bei ihrer Planung noch als längste Bogenbrücke der Welt geplant. Bis zu ihrer Fertigstellung wurde sie jedoch von der Bayonne Bridge in New York City, USA, die ein Jahr vorher eröffnet wurde, um 0,6 Meter übertroffen. Seit dem 1. Oktober 1998 ist es möglich, die Brücke beim sogenannten Bridge Climb zu besteigen. In Gruppen werden täglich viele Besucher auf die Bögen der Brücke geführt, der 1.000.000. am 14. April 2003. Ein 3-1-2-stündiges Besteigen der Brücke kostet aktuell, 2008, zwischen 179 AUD, 108 Euro und 295 AUD, 176 Euro. 75th Anniversary, Sydney Harbour Bridge.
Am 28. Mai 2000 haben mehr als 250.000 Menschen die Brücke überquert. Eine Bronzetafel erinnert an diesen Tag und das Zeichen zur Versöhnung. Zum 75. Geburtstag am 18. März 2007 überquerten mehr als 200.000 Personen die Brücke. Luftbild der Sydney Harbour Bridge. Am 25. Oktober 2009 wurde auf der Brücke erstmals ein Massenpicknick veranstaltet. Auf einem eigens für diese Veranstaltung ausgerollten Rasen frühstückten rund 6.000 Menschen bei Hintergrundmusik von Akkordeonspielern und Trompetern. Beworben hatte sich für die zuvor ausgelosten Karten rund 45.000 Menschen. Die Veranstaltung soll künftig jährlich einmal im Oktober im Rahmen des Essensfestivals stattfinden. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Der Anstrich der Brücke ist ein endloses Unterfangen, da er normalerweise 10 Jahre dauert, wobei 30.000 Liter Farbe verbraucht werden. Wenn ein Streichertrupp die Brücke einmal vollständig gestrichen hat, muss er wieder von vorne anfangen. Bei den ersten drei Anstrichen wurden etwa 272.000 Liter Farbe angebracht. Es müssen insgesamt 485.000 Quadratmeter Stahl gestrichen werden. Im Gegensatz zu den ersten Anstrichen mit Pinseln erfolgt die Anbringung der Farbe in den letzten Jahren mit Spritzpistolen. Auch die etwa 6 Millionen Nähte werden mit Farbe gegen Verrostung geschützt. Viele Einwohner Sydneys legen großen Wert darauf, eine Wohnung mit Fenster mit Blickrichtung zur Harbour Bridge zu haben. Verkehr eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Vor dem Brückenbau nutzten etwa 40.000 Fahrzeuge täglich die Fähren. 1992 passierten 181.878, nach dem Hafentunnelbau um die Jahrtausendwende noch etwa 161.000 Fahrzeuge die Brücke täglich. Die Gebühr für eine Fahrt in Richtung Central Business District beträgt für ein Auto derzeit, 2009, 3 australische Dollar, etwa 1,50 Euro. Die Fahrt Richtung Norden ist kostenlos. Seit 27. Januar 2009 wird die Maut nach Zeit gestaffelt und kostet dann zwischen 2 australische Dollar und 4 australische Dollar 50 Cent.